Weißt du, dass mir in Sachen Zärtlichkeit rückblickend betrachtet kein Mensch näher war als Gloria? Ich würde Glorias Menschlichkeit aber stark anzweifeln. Wie kannst du sowas sagen? Sie hatte schrecklichen Körpergeruch, sie wollte den ganzen Tag nur essen und sie gründlich durchzubürsten war eine Tortur, nach der man hinterher die ganze Wohnung renovieren musste. So redet man nicht über verstorbene Angehörige. Sie war unheimlich zärtlich, voller Leidenschaft. Gut, sie hatte problematisches Haar, das stimmt. Und das war beileibe nicht ihr einziges Problem. Okay, der schwache Darm. Glorias Blähungen, während man mit Gästen bei Tisch saß. Sie hat uns gelehrt, dass Flatulenzen nicht zu sozialer Distanz führen dürfen. Und sie wurde von allen für ihre Freundlichkeit geliebt. Sie kannte nur einen Gesichtsausdruck. Ich fände es jedenfalls mehr als angemessen, wenn wir uns mit ihr ein Grab teilen Du würden. spinnst. Nein, absolut nicht. Ich bin unbedingt dafür, dass Mensch und Tier gemeinsam bestattet werden. Diese Art von Vermenschlichung geht mir zu weit. Warum sollte man Tiere nicht dieselbe Ehre erweisen? Liebe fragt nicht. Sagte der Mann, der Schnitzel liebt. Das ist etwas völlig anderes. Nicht in China, Korea und Vietnam. Rassist. Der Hund bleibt draußen. Der nächste Hund kommt mit uns ins Grab. Ich schau mal im Internet, was es an Möglichkeiten gibt. Nicht solange ich auch noch ein Wörtchen mitzureden habe. Wuff. Bin ich die Rolle des Hundeliebhabers zu klischeehaft angegangen? Nein, war okay. Aber was ist plötzlich mit deiner Stimme los? Hundehaarallergie. Aber wir hatten noch nie einen Hund. Du steigst zu tief ein in die Rollen. Ich weiß. Da läuft ja die Musik noch.